Alexis Passadakis, Sie sind Mitglied im bundesweiten Koordinierungskreis von ATTAC und befassen sich in dem Zusammenhang mit der Euro-Krise. Diese Euro-Krise ist ja vor allem in Griechenland, kommt sie im Moment zum Tragen. Dort hat Ministerpräsident Papandreou gerade eine Vertrauensfrage gewonnen. Wie geht es jetzt weiter in Griechenland? Ja, Andreas Papandreou hat gewonnen mit einer knappen Mehrheit. Die Partei, die für ihn gestimmt hat, das war die PASOK. Alle anderen Parteien haben dagegen gestimmt. Er hat diese Vertrauensfrage gestellt, um jetzt in der kommenden Woche das neue Kürzungspaket durchs Parlament zu jagen. Ich würde sagen, dass er nicht mehr Legitimität gewonnen hat durch diese Abstimmung. Es ist klar, dass ein Großteil der Bevölkerung dieses Kürzungspaket ablehnt, ebenso wie die meisten Parteien. Er hat also ein bisschen Zeit gewonnen, aber die Situation wird sich nächste Woche wieder zuspitzen und die Leute auf dem Syntagma-Platz, die protestieren weiter, jeden Tag und in größeren Zahlen nächste Woche, da bin ich mir ganz sicher. Im Moment geht es ja in Griechenland vor allem um die Frage der Privatisierung. Die Europäische Union und die internationalen Finanzorganisationen fordern Privatisierung in einer Höhe von 50 Milliarden Euro. Ist das überhaupt ein realistischer Betrag? Nein, das ist sicherlich nicht der Fall. Diese Privatisierungsoffensive, die die griechische Regierung durchziehen soll, so wie die Troika das eben möchte, hat nur sehr geringe Aussichten tatsächlich bei diesen 50 Milliarden zu landen. Das hat unterschiedliche Gründe. Zum Ersten gibt es große Probleme bei solchen Privatisierungsprojekten, weil natürlich die Beschäftigten dagegen streiken, sich dagegen wehren. Zum Zweiten ist es so, dass solche Privatisierungsprojekte sehr kompliziert sind. Sie sind nicht schnell umzusetzen. Und zum Dritten ist es so, dass diese Zahl von 50 Milliarden völlig illusorisch ist. Wenn die Regierung, die griechische, so unter Druck steht, wie sie es eben zurzeit tut, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Käufer bereit sind, jetzt höhere Summen auszugeben, sondern die werden diese Drucksituation nutzen, um geringe Angebote einzureichen. Beziehungsweise stellt sich überhaupt die Frage, wer bereit ist, in einer Situation, in der Griechenland in einer Rezession ist, in der völlig unklar ist, wie sich die ökonomische Situation weiterentwickeln wird, hohe Preise für Unternehmen zu kaufen, die einen enormen Restrukturierungsbedarf haben werden. Also es ist eine sehr unrealistische Zahl, wie natürlich insgesamt dieses Kürzungspaket auf tönernen Füßen steht. Über welche Unternehmen reden wir denn hier? Also es geht um die Stromwerke, es geht um Häfen. Welche Folgen wird diese Privatisierung Ihrer Meinung nach haben? Kurzfristig, mittelfristig und auch auf lange Sicht. Also wenn diese Privatisierung tatsächlich durchgesetzt werden, was ja noch völlig offen ist, wird es sicherlich erstmal an die Beschäftigten gehen. Also Leute werden entlassen werden, Löhne werden gedrückt werden. Das sind die Aussichten, die jetzt zu erwarten sind. Außerdem ist es so, dass die Infrastruktur, die eigentlich für eine industrielle wirtschaftliche Entwicklung notwendig ist, zusammengeschrumpft wird und die Rezessionsspirale sicherlich weiter verschärft werden wird durch diese Privatisierungspolitik. Also eine völlig wahnsinnige Politik, die da gerade betrieben wird. Die Position ist ja sehr, sehr interessant der Troika. Sie möchten, dass die Schulden zurückgezahlt werden und drängen Griechenland gleichzeitig in eine Rezession, sodass ich schlussfolgern würde, dass diese Kürzungspakete, aber auch das Privatisierungspaket eben gar nicht das Ziel haben, die Schuldenrückzahlfähigkeit von Griechenland zu steigern, wie das immer so gesagt wird, sondern ganz im Gegenteil, es geht darum, die Machtverhältnisse, die Kräfteverhältnisse in einer Gesellschaft zu verändern, weil diese Politik ja völlig widersinnig ist, wenn man tatsächlich diese Schuldenrückzahlung möchte. Welche Folgen wird das denn für die griechische Gesellschaft haben? Wenn man sich die griechische Ökonomie anschaut, ist es so, dass de facto seit Anfang der 80er Jahre eine schleichende Deindustrialisierung beginnt. Das hat mit der EU-Osterweiterung nochmal zugenommen, dieser Prozess, und jetzt in der Krise. Und das bedeutet eine Verarmungsspirale der Bevölkerung. Die Löhne sind im freien Fall. Im öffentlichen Sektor wurden sie um 20% gekürzt. Sozialleistungen würden massiv gekürzt. Die Gesellschaft wird gespalten. Gespalten in diejenigen, die eben lohnabhängig sind und diejenigen, die eben Vermögen besitzen, zum Teil eben auch Vermögen im Ausland besitzen. Eine Folge wird sein, dass mehr Menschen Griechenland verlassen werden, beziehungsweise vor allen Dingen die gut ausgebildeten Menschen werden Griechenland verlassen, was für eine ökonomische Entwicklung natürlich zusätzliche Probleme bedeutet. Eine weitere Folge ist,
dass Rassismus, Fremdenfeindlichkeit zunehmen in so einer Situation. Insbesondere die illegalisierten Migranten in Griechenland, Albaner, Menschen aus Afghanistan, Irak, Ägypten zum Beispiel, sind hart betroffen von der jetzigen Situation. Es gibt teilweise auch Hunger unter diesen migrantischen Bevölkerungsgruppen. Kriminalität nimmt zu, weil die Leute einfach klauen, um ihr Überleben zu organisieren. Und diese Fremdenfeindlichkeit ist tatsächlich einer der Phänomene, die man gerade verstärkt sieht, und eine Zunahme von faschistischer Agitation. Mhm. Nun gibt es aber gleichzeitig auch eine starke außerparlamentarische Bewegung, ähnlich wie in Spanien. Welche Perspektiven hat diese Bewegung, die ja in Griechenland im Moment täglich auf die Straße geht? Also die Perspektive ist zunächst einmal kurzfristig, dieses Kürzungspaket abzuwehren, über das nächste Woche abgestimmt werden soll. Da gibt es eine ganz enorme Dynamik gerade. Es gibt eben neue Gruppen, neue Strukturen, die sich formieren, jenseits eben der klassischen linken Organisation und der Gewerkschaften. Eben diese Empörten, die jetzt auf die Straße gehen und mit großen Volksversammlungen ihre Proteste organisieren. Also diese Abwehr, dieses Kürzungspaket ist erstmal der nächste Schritt. Die Perspektiven darüber hinaus sind erstmal unklar. Es ist so, dass die Forderung nach einer Vertiefung der Demokratie eine ganz wichtige Rolle spielt. Wie das allerdings konkret zu organisieren ist, wie eine Vertiefung der Demokratie jenseits des bisherigen Parteiensystems auch zu organisieren ist, das ist bisher eine offene Frage. Aber die Debatten dazu sind unterwegs. Wie sie sich weiterentwickeln werden, ist, denke ich, erstmal unklar. Womit man allerdings rechnen muss, ist, dass sich die ökonomische und soziale Situation in jedem Fall erstmal verschärfen wird in der nächsten Zeit. Und von dieser Herausforderung stehen die Menschen auch. Also vieles noch Entwicklung in Griechenland. Vielen Dank, Alexis Pathadakis, für das Interview. Vielleicht können wir dann ja nächstes Mal über die weitere Entwicklung sprechen. Gerne, herzlichen Dank.